John? John, kann ich mit dir reden? Bleib kurz stehen. Nur kurz. Du bist doch mein Junge. Ich bin so stolz auf dich. Du hast ja recht, wenn du mich hast. Bitte, mein Engel, lass uns nur kurz reden. Ich weiß, du hast ein großes Herz. Ein Scheiß weißt du. Du bist nicht... Ich hab das doch nur für uns gemacht. Also, für uns? Du hast meine Mutter genommen, eine Fotze. Aber deine Mutter ist doch hier. Schau mich an, schau mich an, schau mich an. Ich bin doch hier. Es war einmal, vor langer, langer Zeit, fern von hier, im farbenprächtigen Orient, eine Schafsfrau namens Minosch. Viele hielten Minosch für eine starke und hübsche Schafsmama. Ich weiß, Schatz, im Krankenhaus war die Hölle los. Doch auch sie hatte ihre Sorgen und Ängste, wie jede andere Schafsmama auch. Wer von euch will als Erster? Jan. Deine Mutter ist eine Nutte. Ich bringe sie um. Jan, kann ich mit dir reden? Du hast meine Mutter genommen, du Fotze. Wir gehen beide nicht mehr nach Hause. Plötzlich stand sie ganz nackt da. Doch sie wusste, dass sie sich nicht schämen musste. Vielleicht ist es ganz gut, dass sie zwei erstmal bei deinem Vater sind. Da kann Jan runterkommen. Wir bleiben noch lange. Ich hab Hunger. Das ist mir zu scharf. Du musst dich setzen. Trübe ist doch nur noch nicht. Bist du eine Strafe vom Gott für meine Sünden? John kommt seit Wochen nur noch sporadisch zum Unterricht. Er ist so widerspenstig. Spinnst du? Aggressiv. Ich will nach Hause. Mein Schatz! Wir werden so nicht weitermachen. Wir werden neu anfangen. Ich bin erwachsen geworden. Märchen erzählen uns vorbei. Sebastian hat von deinem Sohn mein Haus abgefackelt. Niemand muss dafür bezahlen. Mir reicht's. Du meinst, du bist erwachsen? Ich habe gedacht, deine Mutter zu töten. Aber ich konnte nicht. Ich reiße deinem Sohn so dermaßen den Arsch auf. Nein! Die Schafsmama konnte nicht mehr weiter, war aber glücklich, ihre beiden Lämpchen wohlbehütet zu Hause zu wissen.